Ich war eigentlich von Anfang an überzeugt und war sicher, dass die UEFA hier eine ganz in der Hand hält, die goldene Eier legt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es nicht gut werden würde, trotz der Kritiken, die damals auch aufgekommen sind. Es hat sicherlich viele solche Kritiken gegeben, aber Hoeneß hat sich bemerkbar gemacht, vielleicht die anderen nicht so sehr. Man muss ja auch bedenken, das war für die Vereine neu und es war umfangreich. Aber wir hatten ja Mitarbeiter in jedem Stadion, zusammen auch mit UEFA-Mitarbeitern. Und wir haben das also über Zeit dann transportiert. Und ich muss sagen, es gab überwiegend Vereine, die das positiv aufgenommen haben und auch bei der Umsetzung geholfen haben. Es gab natürlich auch ein paar, die sich nicht mehr als eigener Herr im Hause fühlten. Aber das hat sich meistens nach den ersten ein, zwei Spielen dann gelegt.